So, da sind wir wieder bei Outlast 2. Ja. Ich hoffe, es ist gleich vorbei. Ja. Ja, im letzten Part muss ich sagen, hat mir wirklich extremst in die Hose geschissen, ja. Und ja, mal sehen, ob dieser Part genauso schlimm wird. Aber ich habe schon die Gefühle, die ziehen jetzt immer mehr an. Wir haben Ja. auch keine Vorstellung davon, wie lange das halt jetzt so geht. Also am Anfang haben wir gemerkt, oh krass, wir sind erst Kapitel 1, obwohl wir schon gefühlt 6 Stunden gespielt haben. Ja. Annika guckt da ja manchmal mal so ein bisschen. Also ich gucke nicht in die, ich bitte nicht falsch verstehen, ich gucke nicht in die Lösung, sondern in die sozusagen die Achievements, die man erringen kann, indem man die Record-Aufnahmen und die Notizen liest. Und ich gucke einfach nur kurz die Liste hoch und gucke, wie lang das ist. Und es zeigt uns ja ungefähr an, wie lang das Kapitel sein könnte. Einfach nur, dass wir einen Richtwert haben, ne? Ja, Weil wir wissen, weil wir haben nicht so viel wir Zeit haben ja nur gerade. dieses Wochenende. Wir Oh, müssen eine theoretische, oh, ganz viele Stressigers. Deswegen müssen wir natürlich gucken, dass wie weit wir jetzt Druck machen müssen oder vielleicht nicht. Wir wollen es ja auch jetzt nicht durchhetzen, das Spiel. bestimmt Dr. Wieder Kaulowitsch. Ha! Das klang wie Sybil, Ich habe Shame. viele Freunde. Ach, gucke doch mal. 16 von 18 rechts oben. Siehst du? Ist für insgesamt? Naja. Für das Kapitel jetzt? Nee, für alles. Nee, na, wir haben ja schon mehr als zwei. Oder Wir auch haben doch wir haben 16 Seiten, das kann doch hinkommen. nee, haben wir. Mal 15 von 18. 14 von 18. Für deinen Weg hier raus. Das sind immer die Abschnitte, glaube ich. Nee, das ist immer. Würde mich jetzt mal interessieren, da will ich mal ganz kurz 11 von gucken. 18, weil. Guck mal, ist ja. Die 18 bleibst du, aber hier ist halt 13 von 18. Das sind. Wir sind in den. Also das sind die Abschnitte. Ja, aber das würde ja bedeuten, wenn wir schon bei 16, Abschnitt 16 sind. Kreuzigter Ketzer. Verstehe nicht. Keine, also kann Hier, sein, gucke, das ja. ist vom Anfang. Ja, nee, das Und ist ja richtig. 18 ist bei 18 Schluss, wie du Mhm, siehst. aber das hier nicht so wie in den Kapiteln. Also es gibt halt sechs Und Kapitel. wir sind Jetzt sind. jetzt bei 16. Das bedeutet, es kommen noch zwei so eine Dinger. Also es scheint gar nicht mehr so lange zu gehen, will ich damit Naja, sein. man weiß ja nicht, wie lange die Dinger gehen. Wir sind ja gerade hier am Anfang von Ja, aber so sozusagen. eine Seite ist ja recht schnell voll. Also wir haben auf jeden Fall Naja. den Richtwert 18. Ja, an Also sich da ist ja. vorbei. Also Ja. sonst Ist sind wir auch da ja egal. nicht. Ist ja auch Schnurzpieps. Ja. Nee, ich meine nur. Also ist mir gerade mal so aufgefallen. Weil die ziehen auch gerade extremst an, was den Horror und so angeht und die Psycho-Scheiße. Und das machen sie ja gerne dann eben. Naja, gucken wir mal. Bin gespannt. Latein. Auch Frauen genannt. Ach, oh, das ist eine Frau. Das sah für mich aus gerade wie Annika Männer. geht's auch privat Nee, gerne das sah mal. gerade wirklich aus für mich. Lag da was im Waschbecken? Das sah für mich aus wie die Männertoiletten gerade. Nee, ach, das war die Spiegelung. Ah, diese blöden Spiegelungen. Bevor man so am Pissoir schön im Stehen pisst, Annika daneben. Hi! Sah aus wie das Ist mir aber Frauenklo. schon des Öfteren passiert. So, aus Versehen. Ja, klar. Wirklich, also Ja, wenn du halt klar. duselig bist und gerade nicht drauf achtest oder so. Trinkst du halt eigentlich noch dein Malzbier, Annika? Ich heute noch meinen, weiß ich nicht. Ich, Jens steht noch draußen. ja, weiß ich noch gar nicht. Ich glaube eher nicht. Ich weiß nicht. Möchtest du dir das klauen? Och nö. Halt gut. Ich Ja, trinke gerade Malzbier ist eine lecker. alkoholfreie Fassbrause. Also weil ich gar keinen Alkohol trinke, Aber deswegen. Fassbrause ist ja generell alkoholfrei. Okay, drauf geschissen, das war jetzt tatsächlich so ein bisschen. Oh. 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 Jesus? Jesus, also ganz ehrlich. Was? Warte. Oh. Batterie! Und eine Fernbedienung. Ist auch praktisch neben der Fernbedienung die Batterie, ja. Klar. Okay, scheinbar ist das hier der Batterie-Room. Boah! Aber jetzt haben wir gerade mal wieder ein bisschen Ruhe, das freut mich. Ja, man kann es doch Licht ausmachen.
Achso, ach, naja, gut, wenn es verschwommen ist, dann ist es wahrscheinlich mit Licht, ja. I'm sorry for that. Ja, das halt, wenn... Was wartet ihr? Was? Was? Ja, das Kraut wird da vorbei huscht. Echt? Ja, ja. Ich kann es nicht sehen. Vielleicht wollte ich es auch einfach nicht ja, sehen. Ja, oder so. Warte. Oh, Fernseher. Nett. Früher hat man, sich immer gefreut, wenn der Fernseher im Raum ja, stand. Absolut, wenn er reine, wenn er reingeschoben wurde. Jessica loves Blake. Ah. Aber er macht sich schon wegen dieser Jessica. Ja, ach, irgendwie, ich weiß auch nicht. Nee, also weil, weil es gab ja Jessica, Lynn und ihn. Mhm. Und es ist halt so ein typisches Ding von Jessica und Blake und dann kam vielleicht Lynn dazwischen oder war die ganze Zeit da, aber Blake eher für Lynn, die sind jetzt ja auch immer noch zusammen und Jessica auf dem. Ja. Oder tatsächlich stand da immer schon eher auf Jessica und ich meine, man kennt es ja aus dem privaten Leben auch, die eben stirbt halt und dann muss dann halt die andere nehmen. So auf die Art. Also kann ja sein, dass Lynn zweite Wahl ist, wollte ich damit sagen. Das weiß ich nicht, das kann ich mir einschätzen. Ich habe richtig gemerkt, gerade wie Annika überlegt hat, meint er das jetzt ernst? Ah, herrlich. Ich habe mir tatsächlich auch ein bisschen zu viel diesen Gag-Reflex-Podcast angehört mit Lars Paulsen und André Lynch. Und die haben einen ganz grenzwertigen Humor. Und das ist herrlich. Aber dazu denn mal in einem anderen, vielleicht in einem Podcast mal von uns wieder. Darüber würde ich mich mal wieder freuen. Aber wir können hier gar nicht interagieren. Nee, leider nicht. Wir können kein Fernsehen gucken. Was denn da los? Oh. Und es grinsen tolle Leute. Die sehen so debil aus, ne? Müssen wir, glaube ich, lang. Ich guck mal nochmal hier. Mhm. Ich glaube tatsächlich, wenn die Batterie leer ist, weil du ja meintest, ein Achievement ohne Batteriewechsel. Ja. Ist das Licht nicht aus. Sondern es ist. Nee, das wie, es gab bei Outlast 1 hat mir ja dann so ein Notlicht gehabt. Das war richtig mega nee, kacke. Also, und jetzt war es ja gerade leer, dass es dann entweder, ja, wie du meintest, entweder so ein Notlicht, dass nur so dürftig ist. Beziehungsweise, also unangenehm, dass es halt immer ausgeht zwischendurch. Oder so, ja. Also, dass gänzlich dann, dass du nichts mehr hast, das ist ja unmöglich. Ja, ich finde es aber cool, wenn Spiele. Oh Gott, das steht schon wieder bei Jessica an der Wand. Wenn Spiele Leuten so eine Möglichkeit geben. Genommen. Danke. Ciao. Blut auf dem Boden. Warum wählt ihr die für die Toilette in Orienten? Oder? Ich weiß es nicht. Okay. Boah, das ist wirklich immer wieder das Licht, dem man entgegenläuft. Entweder wurde die Tür gerade aufgeschlossen, die gerade noch zu war. Welche? Die hinten, die große, wo wir gerade schon waren. Hast du ihr Geräusch nicht gehört? Dieses Aufschließgeräusch? Aber ich hab's doch gerade sogar versucht. Nee, nicht die, sondern genau die. Da waren wir doch gerade. Ich weiß. Ja, tatsächlich. Hm? Hä? Okay, krass. Gut mitgehört. In Nika. Ja. Olias. Und da ist schon wieder. Jesus hat schon wieder leichte Blutprobleme. Oh, fuck it, Jesus, ey. Ganz ehrlich. Wie sagst du, sollst nicht mal so scharf essen? Leichte Reizdarm. Ey, in der Library passierte das. Die meinten doch, dass die sich in der Zeit, wenn die anderen diesen Ausflug machen... In die Bücherei gehen sollen, ja, ne? Ja, ja. Mhm. Ich glaube... Meinst du, da ist es passiert? Ja, deswegen... Und da ich glaube, das ist im Schwimmen mal passiert. Nee, ich glaube nicht. Weil ist ja, weil sie meinten ja, sie soll dann halt in die Bibliothek gehen und bladen, weil da ist es, während die anderen auf dem Ausflug sind, können die schön in der Bibliothek dann ihre Schandtaten da vollziehen. Und also, das wirkt so ein bisschen so für mich.
will erstmal hier nochmal gucken. Ist hier der Kartenraum? Also, oder? Ist das unsere Erde? Boah, dieses Licht, ne? Ich liebe ja dieses Grisselige so. Das ist, was ich auch an Silent Hill ja immer so geil fand, was der dann leider in der PC-Version. Nee, in der HD-Version. In der Remastered HD-Version ist es weggemacht. Aber gab es doch dann auch für PC? Nee, also es gab PC, also es gab Silent Hill für PC, aber da war es nicht weggemacht, das Grisseln. Ja klar, da gab es dieses Grisseln nicht. Zu 100%. Doch, das Grisseln wurde deswegen dann weggemacht in der HD-Version, weil da konnte man das Grisseln und der Nebel war ja nur dafür da, weil man es damals noch nicht darstellen konnte. Ja, aber das ist doch ein Stilmittel, also. Ist doch geil. Ja, aber das halt, das war. Sieht doch dann violett aus. Das ist also für die war es in dem Sinne nicht mal dann ein Stilmittel. Oh, ich würde. Mach mal aus. Ja, sorry. Polylux. Ich muss mal da lang gehen, wo die gerade diese Schleimspur da, diese Ader, was auch immer das war. Auf der rechten Seite? Nee, nicht da. Ja, wenn man hier rangeht, hörst du das? Dann kommt immer die. Ich glaube, das ist so ein Loop. Ja, und wenn man jetzt hier hingeht. Ja, hast recht, das ist ein Loop, ja. Der auch aus dem Silent Hill Dings stammen könnte. Obwohl keine. Aber das müssen wir wirklich nach dem Part mal googeln, wie die ganz normale PC-Version aussieht bei Silent Hill. Weil das war doch generell immer bei PC so, dass das alles immer ein bisschen. Nee, bei der PC war die auch tatsächlich noch so gekrisselt. Was googeln wir denn? Das war dann erst mit der. Ich bin eine andere Meinung, aber wir gucken. Es war dann erst bei der. Vor Jahren für die PS3 dann die Remastered-Version herausgekommen, auch mit neuen Stimmen. Das ist klar, ja, aber da war das nicht erst. Aber Google mal, bringt ja jetzt nicht, wenn wir da diskutieren. Also ich habe nie die PC-Version, da würde ich nicht lang gehen, die PC-Version gespielt, davon mal abgesehen. Das, was dann bei der PS3 HD war, konnte der PC zu der Zeit ja schon. Also natürlich noch nicht HD in dem Sinne, aber der PC hat ja natürlich trotzdem mehr Leistung als die Konsole damals. Oh Gott, wo müssen wir lang? Alter, das ist ja völlig verwirrend gerade. Ich glaube, ich bin instinktiv gerade. Ja, irgendwie irgendwo bist so du halb lang, richtig gelaufen. Ne? Face. Face. Da ist er wieder. Mach aus, ne? Oh, der George. Ja, mach mal aus, sonst sieht man nichts. Ja, ich will ja hier sehen, ob hier was. Achso, willst du auf den. Die Tür hätte ich zum Beispiel jetzt so gar nicht gesehen. Eine Schere zum Beispiel. Oh Gott, also wir können hier mal kurz gucken, aber hier können wir mit Sicherheit nicht lang. Doch. Klebeband. Klebeband! He's coming! Okay. Jetzt rufe ich einfach mal dem Licht entgegen. Krasser Scheiß. Aber dieses. Shit! Du musst ja dieses. Dieses Schreien, dieses He's coming und alles. Und wieso. Wir sind dieses Please, Blake, wir sind nicht allein. Sachen, das muss er gehört haben in irgendeiner Art und Weise. Er muss ja irgendwie das miterlebt haben. Ja, ja, klar. Oh, jetzt sind wir wieder hier, okay? Das ist ein Baummann. Ja, ja, ja. Puh, meine Fresse. Ja, jetzt müssen wir bestimmt was hinschieben. Schon mal durch. Vermutlich sollen wir eher hier ruf, oder? Ja, aber halt dahin schieben, er muss ja. Ich
echt wieder runter? Muss das dann sein? Da muss ich wieder irgendjemand ins linke Ohr säuseln. Süßelt. Okay, das ist so bekannt. Frau? Der kommt ein bisschen. Ja, den hört sich an. Hier waren wir doch schon mal, oder? Bin ich jetzt blöd? Na, das sind nee, die gleichen designten Dinger einfach nur. Da muss das jetzt wirklich gleich wieder so hart abgehen. Ich renne jetzt einfach hier erstmal durch, ne? Also, ja, ja, ja. Scheißegal. Ja, ja. Oh, eine Batterie. Ja. Na gut. Okay, scheinbar ist das jetzt hier wieder so eine Stelle, ja. Na, einfach halt gucken, wo man durchrennen kann. Du musst es schieben nach links. Nee, das ist die Tür. Wir sind hier ganz gut. Nee, die Tür nach links schieben. Ach so! Scheiß mal auf die Batterie, oder? Also, klar, im Zweifel natürlich. Oh, hier kann man auch was schieben, wie es aussieht. Ist erstmal egal, ob wir sterben. Weil das Ding. Sein, dass wir das irgendwo hinschieben müssen, ne? Ja, also ja, klar. Aber wo ist die Frage? Geht's ja auch gar nicht weiter, ne? Scheiße, ne? Ja. Och, kacke, ey. Fenster! Jetzt weiß ich gerade nicht. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich nicht verfolgt werde, indem ich mal ein bisschen chillig mache. Weil wir müssen das Ding mit Sicherheit irgendwo hinschieben. Halt wahrscheinlich nicht im Raum selber, wo es steht. Aber doch, da hoch? Ich weiß nicht. Alter, das ist ja furchtbar hier. Ohne Scheiß. Mach mal richtig. Oh, nicht. Ja, angenehm sind die Gesellen, die Baummenschen. Das erinnert mich, also die machen tatsächlich ähnliche Geräusche wie die Runner bei The Last of Us. Sind da oben irgendwo, okay. Also will man ja eigentlich jetzt gar nicht unbedingt da. Ja. Alter, was war denn das eben? Na, die haben dich halt beobachtet. Einfach nur da. Die waren verwirrt. Von deinem Können und Einsatz. Das war nicht richtig. Da unten weg. Aber die sagt so, gleich aber nicht. Gleich im Sarah als Hex. Pur. Oh, Frames? Nee, das liegt bestimmt am Spiel. Alter, die sind wirklich. Hier und da, die wird. Echt jetzt? Wirklich jetzt? Wo sind wir jetzt? Nee, nicht da lang. Nein. Sorry, wir können da nichts für. War scheinbar auf unserer Seite. Oh, jetzt ist aber wirklich ein Hardcore-Leg am Start. Krasser Scheiß. Kann mal sehen, ob wir das überleben. Ich glaube nicht. Ja. Ich denke mal, sobald wir tot sind, ist der Leck okay. Ja. Gut. Vielleicht sollten wir uns jetzt erstmal. Ja, wir lassen uns jetzt erstmal sterben. Das war jetzt doch ein bisschen blöd gelaufen. Ja, also mein Rechner ist total ausgelastet. Der ist bei 36%, wirklich. Der hat nichts zu tun. Das ist leider das Spiel. Nee, das denke ich auch. Das ist leider das Spiel, ja. Wie gesagt, wenn es der Rechner wäre, dann. Ja, würde zumal, sich das anders äußern. Ja, nicht immer nur so nach. Also, das kommt ja nicht immer halt, ne? Ich glaube, war doch nicht so scheiße, da runterzufallen, ja, ne? Na, dann da unten durch. Genau. Ich war halt nur bei dem Balancieren ein bisschen blöd gewesen. Ja, da bin ich etwas zu schnell gewesen. Das war
zwar nur bei dem Balancieren wird. So ganz bescheuert bist du nicht. Oder so, jetzt hier. Ja, einfach ganz ruhig bleiben, nicht vorher irgendwie. Ja, man lässt sich halt von diesem... Ganz ruhig. Genau, von so weit lässt man sich halt ein bisschen aus der Ruhe bringen. Ach, ist doch hier Flowers, oder wie das Spiel hier heißt. Oh! Busen? Lynn. Das ist Jessica. Jessica. Lynn? Das ist Jessica. Ja. Alter, was soll denn das? Das ist ja jetzt nur noch ein Hin und Her hier gerade. Naja, weil das nicht mehr... verschmilzt. Also dein Gehirn kriegt das nicht mehr backen, ja. Die Sache, glaube ich. Verschmilzt. Nein, du bist nicht, dass wir hier... Also ging auch gerade nicht. Oder was das Wesen oder will, dass er sich erinnert. Keine Ahnung. Oder irgendwas löst das in ihm halt... Oder hat das in ihm ausgelöst, dass er sich wieder erinnert. Aber anscheinend haben sie ja wieder mal vergessen. Also das erinnert mich wirklich so ein bisschen... Ich weiß, das sage ich sehr oft, aber Silent Hill 2... wo er im Grunde... Weißt schon, ne? Hä? Ist jetzt einfach aufgetaucht? Naja, vielleicht, aber... Dürfen wir doch nicht durch diese Tür... Also wir dürfen vielleicht jetzt auch nicht stehen bleiben. Das kann sein, ja. Ich habe ein bisschen Verspannung in der Schulter. Aber ist ja gleich... Jetzt liegt das schon wieder... Boah, richtig heftig. Ich sehe gerade. Sorry, Mann. Ich würde ja gerne Manfred dafür die Schuld geben. Das wäre immer einfacher. Ja, ja. Weil da kann man wenigstens versuchen, was zu zu machen und umzustellen. Das ist halt immer die Kacke, aber ich kann leider nichts machen. Also bis jetzt müssen wir leider vermuten, dass es da wirklich am Spiel liegt, weil es ist das so. Wird leider also, extreme Abzüge nachher geben. Im Fazit. Weil manchmal habe ich aber Glück, manchmal habe ich einfach nur wirklich mega Pech. Ich habe oft die Bugs, die andere haben gar nicht. Kann aber, ich habe aber genau auch manchmal diejenige, die dann halt mega Pech hat und dann genau immer die Kacke abfängt, die dann keiner hat. Und dann kann dir keiner weiterhelfen, ist auch gut. Ich weiß nicht, ob wir müssen uns verstehen. Aha. Ich glaube, wir sollten. Guck mal, also. Okay, also das ist Quatsch. Also in die Toilette müssen wir auch nicht rein. Weg gab es ja eigentlich nicht. Wir gucken einfach. Ist ja zum Glück ein guter Safe Point. Ja. Und wenn es am Computer liegen würde, nochmal kurz dazu, dann wäre er mal an denselben Stellen oder wäre immer... Ja, dann wäre er einfach immer irgendwie, ne? Halt, die Auslastung also, ist ja auch... Ich glaube, das verfolgt uns, das Zeug. Ja. Ne, und deswegen, wir dürfen einfach nirgendwo... Wie gesagt, bei der Toilette hat sich dann auch was gebreitet und deswegen... Naja, aber wir müssen ja trotzdem irgendwie wissen, wo wir... Das ist richtig, hin aber... müssen. Bis jetzt gab es ja nur diese zwei Wege. Also in die Toilette nicht rein. Links ja, ist das, noch ja, da. Das sie kriegt. So, da kommt das ja schon, jetzt kommt das viel. Ja. Also das ist nicht ja. Sein, ah, hätte sein können, dass man vielleicht da vielleicht oben irgendwo können wir ist, uns irgendwie verstecken und dann den Weg nach oben gehen, wo es vorher stand, bei der Treppe. Weiß ich das mein? Ach, stimmt, wir gehen, stimmt, wir... Jetzt hier, genau, er steht doch da, ne, deswegen können wir da nicht hoch. Ja, okay, dann machen wir mal folgendermaßen. Ich weiß nicht, ob wir uns überhaupt verstecken können. Naja, so richtig verstecken, glaube ich nicht. Was der hier für ein Tempo hat, ne? Ja, das ist mega, mega übel. Oder aus dem Fenster raus? Nee. Ja, da kommt es nämlich. Kommt uns immer. Egal, wo wir hingehen, das kriegt also uns. Also aus dem Fenster können wir nicht, ne? Nee. Verstecken? Geht nicht. Schließen. Ja, wir können nicht zurück. Wir können nicht direkt zurück. Wir können keinen Raum dazwischen. Das wäre die einzige Möglichkeit, dass man irgendwie eine. Ne? Und nach links? Hier, oder ist nee, nee, hier geht's ja nicht. Forget it. Hier geht auch nichts. Und Fenster. Jetzt warten wir mal auf Fenster. Fenster ist, denke ich, eine relativ gute. Weil vorhin sind wir auch durch ein Fenster gekommen, vielleicht. Also die Türen gehen alle nicht, die haben jetzt alle gecheckt. Jetzt. Hier muss er, glaube ich, auch durch. Hier ist... Nein, schade.
Bleibt da eigentlich wirklich nur noch die Toilette übrig? Pass mal auf, wir müssen, glaube ich, nur die richtige Tür erwischen. Kann ja auch gut sein. Nur welche ist die richtige Tür, ist die Frage. Eins, zwei oder drei. Oh, Das schreckt sich immer wieder, ne? Ist schon abartig. Die Türen haben wir jetzt auch alle durch. Die gibt's doch gar nicht. Wollt ihr was mit der Kamera machen? Können wir das vielleicht filmen? Vielleicht die Karte, keine Ahnung. Die Türen hast du auch. Ja, ja. Ja, da, ja stimmt, hast du. Da geht wirklich nichts. Und die da auch, die große Tür? Also ich bin mir sicher, dass irgendwas hier auf dem Klo ist. Da hinten sind nur so eine... Achso, okay, sind so eine Pissoir-Sachen. Kann man sich aber auch nirgends... Hier sind jetzt keine... Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little hands, what you do. There's a father up above, and he's looking down in love. Alter, wie creepy ist das denn, Alter? Können wir unter die Toilette durchkriechen? Pass auf, ich weiß. Weißt du, von Toilette zu Toilette kriechen, wenn der hinten bei uns ist, unten drunter durch? Also wir müssen durch? Die Treppe ja hier wahrscheinlich hoch. Yeah. Du hast, glaube ich, schon grundsätzlich recht. Die Toiletten sind definitiv essentiell jetzt bei dieser ganzen Geschichte. Die Frage ist nur... Also jetzt entweder würde ich jetzt deine Theorie jetzt mit aufnehmen, also dass ich wir in mich verstecken, irgendwann auf Versteck und dann rausrennen, raus und wenn weg. Der wäre zu weit genau. Versuch jetzt sonst hätte ich gedacht... Kann man hier unter die Toilette durch, also da so runterkriechen und von Toilette zu Toilette kriechen? Mhm. Erst nimmt er die erste Toilette. Genau. Geh mal raus, wenn man macht. Ich probiere. Nee, ich würde dich rausnehmen. Ich würde wieder zurückgehen. Und die nächste wieder nach rechts, genau. Jetzt? Jetzt mal rennen? Nee, ich würde jetzt mal kurz noch abwarten, ob er weitergeht. Bis noch weiter hinten durch. Du siehst doch, guck mal, du siehst ihn ja laufen. Ja. Jetzt kommt er wieder zurück, scheiße. Oder du hast dann hast du doch recht. Ich dachte nämlich, er geht weiter. Ja, dann machen wir das jetzt nochmal umgedreht. Oh, ist das gruselig, wie man ihn nicht sieht? Wir mussten es einfach nur aushalten. Du musst es einfach nur aushalten. Oder nicht? Doch nicht. Renne. Nach links, nach links. Okay. Entschuldigt? Du musst es doch irgendwie schon aushalten, aber... Alter, wie fuckt ist denn das hier gerade? Aber... Oh, Alter, ey. Oh, oh. Oh Gott, Lynn. Jessica. Gott, jetzt bekomme ich selber schon durcheinander. You're not evil, Blake. Just confused. Oh. You don't have to hide. Das ist er gewesen. Let me help you. Nein. Hat er uns vielleicht Obert angetan? Oh. Du lässt mir den Arsch in Ruhe. I remember being a young man. Ich weiß noch, als ich jung war. You've always been so. Das ist so gewesen. Das musst du nicht sein. Ja, uns vielleicht auch, ja. Ja, ja. Kann natürlich sein. Oh. Alter. Was ist das? Wenn du es getan hast. Till never let us. I never let you also, I never go. Never let you go. Also entweder hat er uns auch was angetan. Und hat uns mit irgendwas erpresst, was wir vielleicht gemacht haben. Und also auf und jeden das so Fall, hingestellt, als ob das schlimm war, was wir gemacht haben. Ich weiß das auch nicht. Jedenfalls müssen wir uns ja auch in irgendeiner Form schuldig fühlen. Boah, aber das war jetzt wirklich sehr gut inszeniert, muss ich sagen. Das war wirklich krass. Blockiert.
zu den Party gerade kommen. Ja, wenn ist eigentlich an sich eine gute. Hier müssen wir dann raus, genau. Ja, okay. Alles klar, in the raining blood. Krass, also auch der Part war echt geil. Also das war wirklich. Er zieht jetzt wirklich ordentlich an. Am Anfang musste ich wirklich sagen, da hatte ich noch so ein bisschen das Gefühl, ist das jetzt alles so? Ja, es ist dieses typische Outlast, man rennt halt weg und. Also da war ich tatsächlich noch gar nicht so. Ihr catcht so, oder ich fand es auch nicht so schlimm einfach mal, ne? So wie bei Outlast 1 noch so der Fall war. Aber das ist jetzt wirklich richtig krass, weil jetzt halt auch diese Psychokacke so krass aufgreift. Und diese Story mit der Jessica finde ich einfach mega geil. Es ist halt eben nicht jetzt nur so wie bei Outlast 1 einfach nur diese verrückten Leute und gruselig und Jumpscare und bla. Also die haben sich wirklich schon noch was einfallen lassen, um der Sache nochmal in, um dann nochmal in Ruf zu setzen. Ja. Ich finde es halt auch mega gut gemacht, wie mit diesem Verschwimmen, mit den Welten so. Also, dass das halt wirklich, auch wie du halt meinst, so, du würdest lieber länger hier bleiben. Jetzt mittlerweile hat man ja das Gefühl so, jetzt ist das so mega ausgeglichen, als ob man einen Schritt macht in der, in der Schule, einen Schritt wieder bei den Hillybillies oder was auch immer. Das ist schon krass und irgendwas muss hier sein. Also wir sind uns sicher, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt nicht mit diesem Spiel. Ja. Alles klar, gut, na dann bis zum nächsten Part. Bis dann. Tschaußen.